Hallo und zusammen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Sexy Brutal. Ich glaube, ich mache mal eben nur eine. Ich habe heute gesehen, dass ihr die Folge 4 ganz tapfer ertragen habt, wo das war echt schlecht. Mal gucken. Wir sind jetzt ja wenigstens weiter. Ich will nicht vorspulen. Ich will jetzt erstmal gucken, wer hier wann wo kommt, dass ich mal weiß, wo ich nicht entlang gehen darf. Achso, das muss ich ja mit den Tasten machen, ne? Mit X, genau. Mit Z. Ja, aber wo geht er dann? Hä? Achso, der geht in die Richtung. Ja. Moment. Dann rennt. Das ist Pik König. Ah, das ist Karo 2. Wer ist das denn? Achso, das ist diese Lady, die da steht. Ich frage mich immer noch, wie soll ich verhindern, dass die sich den Strick nimmt? Sie kommt ja da raus aus dem... Ja, ich würde sagen, komm, wir gucken uns jetzt erstmal um. Nein, will ich? Nein! Ach so, mit Rechtsklick geht das ja. Oh, was haben wir denn da? Ach ja, hungriger Talisman, genau. Ich höre doch jemanden laufen. Wer macht denn da was? Aha, Willow-Schätze. Ich muss mich beeilen, sonst fängt er ohne mich an. Wer ist denn das denn? Du hast nicht zufällig einen Kamm, den ich ausleihen könnte? Hey, behalte deine schäbigen Griffel bei dir. Das sind beides Frauen, ne? Oder? Was? Nein, ich wollte nicht. Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, was es ist. Ich glaube, das soll die sich umbringt, oder? Schätzchen, du hast dich so komisch verhalten, so ganz allein in diesem Zimmer. Ich kann dich nachts hören, weißt du? Es ist unheimlich. Wirklich unheimlich. Ja, ich glaube, das ist die. Naja, wenigstens wird sie sicher sein. Das ist die, die sich umbringt, ne? Das war die doch. Klar, sicher ist sie das. Zurück, nein, Shift, so, Moment, da gehen wir jetzt rein, wir laufen hier hinterher, ich will wissen, wo die hingeht. Ja, mach doch, hier mit X. Zurück zum Tank, ich glaube, ich habe meine Einladung fallen lassen. Was? Nein, die Einladung brauche ich doch. Ich will die Einladung haben. Es ist gut, dass du mir deine Geheimnisse mitgeteilt hast, Lukas. Du hast den Geheimgang hinter einem großen Gemälde gefunden. Für Details auf die Karte schauen. Wie geil. Ja, dann gehen wir da doch mal hin. Ja, mach schon. Guck da durch. Guck da durch. Bestie. Lügner. Ich weiß, was du bist. Halt die Klappe. Kuss, was ist das denn? Oh, das ist jetzt nicht so cool, weil sie zurückkommt. So flüchtigst du sie Adern und ich werde ihn mal ein Ende setzen. Z? Nein, ich will... Will ich ja nicht. Ich will ja mit X hier was machen. Wird in dieser Stelle nicht verwendet. Und was ist das? Über den Eingang hängt an gewaltigen Unerreichbarketten ein leuchtender Schädel. Er trägt das... Oh, ich kann mich bei diesem Lärm hier nicht konzentrieren. Warum kann ich denn da nicht durchgucken? Ich kann da nicht durchgucken. Das gigantische Schädel... Okay, das ist ein Schloss. Das ist nicht der richtige Gegenstand. Na gut. Aber wo ist sie jetzt wieder hin? Das würde ich ja ganz gerne noch mal kurz beobachten hier. Da drüben ist doch einer. Irgendwas ist da. Nee, aber nicht hier. Ah, jetzt läuft da jemand entlang. Hängt die sich jetzt auf oder nicht?
erstmal erforschen, wer wo ist. Okay, sie ist hier oft in dieser Galerie. Ich vermisse dich so sehr. Ja, sie hat Liebeskummer auf jeden Fall anscheinend. Und deshalb hängt sie sich auf. Und das müssen wir in der Richtung verhindern wahrscheinlich dann. Okay, gehen wir da raus. Nimmt die sich jetzt schon den Strick? Oh ja. Doch schon. Das ist nicht gut. Ich dachte, vielleicht hört sie dann ja damit auf. Ja, nee. Okay, sie ist dann sofort wieder da. Okay, damit. Aber du bist doch tot, oder noch nicht? Mensch, ist die empfindlich. Gibt's ja gar nicht. So, gab's dann eigentlich hier unten noch was? Gibt's noch Licht? Ist das richtig so? Ah, okay, jetzt gibt's wieder Licht. Ah, nein, 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 nein. Oh. So, was war das denn hier überhaupt? Ich hab's mich schon wieder vergessen. Ist ja mittlerweile auch schon ein paar Tage her. Schlüssel der Alten. Okay, wir starten den Tag neu. Wir starten den Tag neu, holen uns als allererstes den Schlüssel der Alten. Lauf schon, lauf. Lauf schneller. Danke. Das wird doch wieder so eine zeitlich knappe Kiste hier, oder? Ich würde ganz gerne Ihre Einladung noch haben. Ah, ich hole erstmal den Schlüssel der Alten. Vielleicht klappt das mit der Einladung. Vielleicht erst uns beim nächsten Mal. Das kann auch sein. Jetzt nicht so viel Zeit lassen nach dem Treppensteigen hier, Mensch. Ja, so, hopp ich hoch. Genau, so muss das gehen. Und jetzt, zack, da rein. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir hin müssen. Wir wollen... Die schnacken da noch. Da ist der Geheimgang. Oder? Wissen anzeigen. Geheimer Durchgang, genau. Also in die zweite Tür rein. Gut, das können wir mal eben machen. Nee, geh da schon rein. Okay, hier hat sie ihre Einladung nicht liegen lassen. Das ist nicht der richtige Gegenstand. Das auch nicht? Das ist aber uncool. Noch ist sie nicht hier. Ich muss da mal kurz weiter. Verstecken wir uns hier im Schrank. Sowas habe ich auch gesucht hier. Das wird ja wohl gehen jetzt. Die wird jetzt ja wohl rüberkommen. Was macht sie denn da so lange? Hat sie da die Einladung verloren? Was macht die denn da so lange? Komm, gib mir Sprechblasen. Es ist gut, dass du deine Geheimnisse mit mir geteilt hast, Lukas. Achso, die hat gar nicht mit jemandem gesprochen, sondern...
Das müssen wir mal schnell lauschen. Gucken können wir nicht. Nein, können wir nicht. Bestie, Lügner. Ich weiß, was du bist. Das ist ein ziemlich großer Raum, ne? Halt die Klappe. Ich höre nur eine Person, ne? Du bist es, in der Nacht zu Tequila gesprochen hat. Die Dunkelheit, aber du bist es, du bist das Gift. Okay. Ich will wissen, wer da drin ist. Nein? Nein? Okay. Ich will da reingucken. Nochmal nein? 20 vor 5? Ich höre dich. Und als direkte Reaktion? Mit wem spricht sie denn da? Ich sehe immer nur ihre Texte. 5 Uhr? Ist ziemlich lange da drin. Ist ja gut. Okay. Wir starten den Tag nochmal neu. Schwierig, schwierig, schwierig. Die Einladung vergessen. Hat sie ihn wieder da oder da? Ich könnte die jetzt entweder nochmal abhören. Lass uns mal kurz nach der Einladung gucken. Aber wenn die da rumliegen würde, hätte ich die doch bestimmt auch schon. Aber ich weiß nicht, wann ich zeitig da war. Oder hat sie das nur gesagt, dass sie glaubt, dass sie ihre Einladung verloren hat? Ich sehe jetzt keine. Die würde mir irgendwie auf dem Boden angezeigt werden. Schnell durch, schnell darüber und lauschen. Willow Schätzchen, ich muss mich beeilen, sonst fängt er ohne mich an. Du hast nicht zufällig einen Kamm, den ich ausleiten könnte. Hier ist ja kein Wandschrank, ne? Nee. Ich will jetzt wissen, wo sie angeblich ihre Einladung verloren hat. Oh, wir können da ziemlich weit hören hier. So, jetzt müsste sie ja da leicht durchkommen. Ah, aber ohne... mich verschluckt. Ohne dieses Rezept in meinem Schreibtisch. Ich muss mal eben weg. In ihrem Schreibtisch. Okay. Der Talisman. Oh Mann. Irgendwie ein trockener Hals. Moment mal. Und die Mahlzeit zum Trinken ist hier.
Den Talisman habe ich jetzt ja gerade nicht mehr, ne? Da hat sie den aufgesammelt. Das Rezept in ihrem Schreibtisch. Wo ist denn ihr Schreibtisch? Welches ist denn ihr Schreibtisch? Das oberste Blatt scheint abgerissen worden zu sein. Ist es der Schreibtisch? Nee, das ist ja. Das ist ja mehr der Raum von den Tequila dann, denke ich mal so, ne? Das könnte ihr Raum sein. Wir gehen da nochmal eben hin. Ja, muss ganz kurz eben hier einen Überblick kriegen. Sie ist ja auf alle Fälle noch bis 5 Uhr da drin. Nein, ich. Hä? Ach so. Bin ja falsch. Bin ja einfach falsch. Ich muss da rein. Oh, hier war ich überhaupt noch nicht drin. Wie cool. Die Sitzgelegenheiten in diesem Raum haben deutlichen VIP-Charakter. Der Teufelsmonarch. Es handelt sich um eine Variante des Teufelskerpflings. Ein Fisch in rund 100 Generationen entwickelt diese eindrucksvolle. Ein Fisch in rund 100 Generationen entwickelt diese eindrucksvolle Monarch-Mutation. Okay, cool. Eine stachelige Kiste mit einem großen Feuer geschlossen. Ich will den Tag nochmal neu starten. Entschuldigung für das Gehuste, tut mir echt leid. So, ich hoffe, dass ich jetzt in dieser Folge noch irgendetwas hinkriege. Vielleicht nicht unbedingt den Mord da. Also, das würden wir wahrscheinlich jetzt in den paar Minuten nicht mehr schaffen, aber. Ich bin mal gespannt. So, den nehmen wir jetzt an uns. Dann gehen wir hier wieder nach oben. Zeitlich wird das durchaus eng alles, ne? Oder? Okay, den Schlüssel hier benutzen. Ja, und kann ich nicht mit Z 3 1 nee. Na, klasse. Aber wo ist denn jetzt ihr? Das ist ja blöd. Also sie geht da gerade rein. Ob ich den Talisman auf die Kiste benutzen kann? Nee, das glaube ich auch nicht. Auf der Kiste kann man nichts benutzen. Ne? Ich glaube nicht. Boah, gucken wir mal. Nee, nein, nein, ich. Nee, nein. Geht gar nicht. Nehmen wir es mal anders. Dann gucken wir mal ganz woanders rein. Nee, da ist auch nichts. Was für ein Schreibtisch denn? Ups. Wo geht sie denn hin? Ach, die geht da rein. Okay.
kann ich denn auch da rein? Ach nee, da werde ich immer von der Kälte weggestoßen, ne? Ich glaube ja, das war so. Vielleicht jetzt mit dem Talisman? Nein, auch nicht. Das kannst du leicht knicken, da komme ich überhaupt noch nicht weiter. Ja, ist ja gut. Fiona rein. Die müsste ich aber auch mal belauschen an der Stelle. Mottenzeichen. Ich könnte mich hier nochmal im Schrank verstecken. Das scheint ja irgendetwas zu bringen vielleicht. Boah, immer diese Musik hier, ey. Ich glaube, diese Schreibtischmeldung ist doch einfach nur ein Trick oder sowas, oder? Inventar, hungriger Talisman, ein finsterer Fetisch mit geschlossenen Augen. Mit dem kommen wir dann nicht rein. Ich bräuchte das Rezept aus ihrem Schreibtisch. Ist das nicht ein bisschen komisch? Wann komme ich denn an ihre Einladungskarte, Mann? Hier kann ich aber was machen. Ich will die Kerze anzünden, aber das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Okay. An dieser Schlüssel. Die Kerze brennt doch schon. Wir gehen jetzt nochmal alle Sachen ab und das muss ich mir mal merken bis zur nächsten Aufnahme, wo ich was machen kann. Ah. Damit kannst du den Schreibtisch nicht. Ach, das ist der Schreibtisch, alles klar. Damit kann ich den Schreibtisch auch nicht aufschließen? Ja, womit denn dann? Das ist ja urig, oder? Womit denn dann? Nee, das ist nicht der richtige Gegenstand. Nein. An dieser Stelle wird er nicht verwendet. Okay, gucken wir nochmal auf die Karte. Sie ist wann in ihrem Raum? Sie macht da nicht lange was, sie bleibt da nur kurz stehen. Sie gibt ja mir keinen Hinweis auf ihren Schreibtisch. Also, ich meine, da gibt sie mir nur den Hinweis auf ihren Schreibtisch. Sie macht da aber nichts, glaube ich, oder? Was treibt sie denn da oben eigentlich so lange? Also wenn sie da zurückgeht, geht sie einfach nur zurück. Die Lady da oben und verschwindet dann oben durch die Tür. Und dann bringt die sich um. Die ist dann eine ganze Weile drin. Wie soll ich denn da reinkommen? Hier muss da noch irgendwas sein. Hier unten ist auch noch mal eine Kerze. Die hier. Ja, Moment, da und? Brennen die denn alle von vornherein schon? Ich meine, kann man die denn auspusten?
machen? Hat jemand Ideen? Was ich mal probieren könnte? Nicht in die Komplettlösung gucken, einfach mal so raten. Es bleibt schwierig. Okay, wenn wir ganz schnell sind. Ja, die Kerze brennt schon. Gehen wir da jetzt durch. Scheiße. Jetzt hau da schon ab, Mensch. Ah, Gentleman. Ah ja, okay, da begrüßt die da unten vom aus dem ersten. Aus dem letzten Abschnitt. Ups, jetzt müsste ich mal weg eben. Aber gerade so. Ich glaube, die spricht da oben auch nicht mehr viel, ne? Na? Oh, gleich nochmal wieder in den Schrank. Ich glaube, die sagt da auch nicht mehr viel. Wir werden das mal beobachten. Beobachten! Diese Gärten, Ellie, da hast du wirklich ein Händchen für. Ich hoffe, Willow geht es gut. Aber all dieses Gerede über Voodoo und irgendwelche Geister, dieses Geflüster neben meinem Zimmer nachts, das geht zu weit. Also am besten gehen wir in den Übungsraum. Mit wem spricht sie da eigentlich überhaupt? Sie dreht jetzt mich wieder um. Mit wem spricht sie da? Da ist doch gar keiner. Ja, geh du mal wieder zurück und ich gehe hier mal eben da rein. Und guck mir das Ganze nochmal an. Ob da noch irgendwas passiert, aber ich glaube es nicht. Die geht jetzt einfach nur stumpf durch die Tür. Ich könnte jetzt nochmal gucken, wo sie da hingeht, aber ey, das wird mir nicht viel bringen. Wir wollten doch proben. Mit wem spricht sie denn da? Pff, okay, da oben geht es anscheinend länger weiter. Ich bin gerade total ratlos hier. Ich weiß überhaupt nicht. Da hinten kann ich nicht weiter, die sind beide gesperrt, die Gänge. Das wisst ihr ja vielleicht noch. Wir haben hier noch einen Schrank zum Verstecken. Ja, da waren wir schon drin. Diese Truhe kriegen wir anscheinend nicht auf. Oder erlöschen die Kerzen wieder in dem Augenblick, wo sie gestorben ist? Blumen in der Sichina war. Sie sind wunderbar frisch. Ja, also ist ein Problem. Pomponfisch. Dieser aufgeblähte schwarze Fisch hat lange, haarähnliche Flossen und sieht wie eine empörte, ertrunkene Ratte aus. Auch geil. Aha. Der Stuhl sieht abgenutzt aus. Auf der Rückenlehne befinden sich einige rote Haare. Diese Ecke des Raumes strahlt Ruhe und Frieden aus. Nein, nein, wir können die Kerze dann natürlich nicht mit anzünden. Es ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Wissen ein- und ausblenden.
geheimer Durchgang. Ja, ganz klasse. Da finden wir schon einen Geheimgang und kommen trotzdem nicht in den angrenzenden Raum. Was ist denn das da für Nupsi? Das ist wahrscheinlich nur von der Raumzeichnung her, ne? Mir fehlen hier das Casino, die Bar, die Gästezimmer, die Musikszene. Es ist aber nicht ohne, muss ich sagen. Geheimnisse? Ja, was, den Geheimraum? Der muss doch da drin sein, oder nicht? Willow Blue. Oh, ist das schwierig. Ich komme zumindest nicht drauf. Ich verstecke mich jetzt in meinem Schrank, bis sie sich da erhangen hat. Und, ach, 31 Minuten mehr. Okay, dann beenden wir die Folge hier. Also ihr könnt ja mal bitte aktiv mitmachen, wenn ihr denn eine Idee habt. Wobei, ich werde eventuell... Ja, nee, die kommt am Sonntag. Dann würde ich wahrscheinlich sonst vielleicht doch noch bis Montag warten oder bis Sonntag nach der Folge, bis ich mal die neue aufnehme, die nächste. Das könnten wir sogar machen. Dann werde ich erstmal auf eure Ratschläge warten. Aber bitte selbst nur raten. Also jemand, der in die Komplettlösung guckt, bitte nicht machen. Moment, hat sie da eben was abge... Okay, die hat ja was hingehangen. Jetzt spring schon. Ja, ist die denn noch nicht tot? Ah, jetzt aber. Noch ein Schlüssel. Da rein, ne? Ja, wollt ihr mich denn verarschen? Das ist er auch nicht. Ernsthaft jetzt? Ah. Der Schreibtisch enthält ein Rezept für etwas, das Hungriger Talisman genannt wird. Eine Mahlzeit für den hungrigen Talisman. Ich muss den auf den Fisch anwenden. Okay, damit machen wir nächste Folge weiter. Das kriege ich jetzt vielleicht auch so hin. Okay, bis dann. Tschüss.